Hallo und schön, dass du hier mit dabei bist bei deinem Podcast Selbstbewusstsein, Sexappeal und Charisma to go. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass wir jetzt miteinander Zeit verbringen. Mein Name ist Nicole Davido. Ich bin Life- und Beziehungscoach. Ich bin Expertin im Thema Manifestation. Und ich freue mich, weil heute geht es um das Thema Magnetism. Es geht um das Gesetz der Anziehung und das Gesetz des Magnetismus. Also wie du magnetisch wirst für dein Traumleben, für die Dinge, die du dir wünschst, die du manifestieren willst. Also ich freue mich, mit dir diese Episode zu teilen, weil ich dir wieder ganz konkrete Tipps, Tricks, Tools mitgebe, die du in deinen Alltag integrieren kannst. Wichtig, weil letztendlich, ja, ist ja schön und gut, sich das immer hier alles anzuhören. Wichtig ist aber, dass du in die Umsetzung kommst, dass du erkennst, wie magnetisch du tatsächlich bist. Das kannst du wie so ein Magnet in deinem Herzen vorstellen, womit du die Dinge in dein Leben ziehst, die du dir wünschst. Also es geht auch irgendwo ums Gesetz der Anziehung, weil Gesetz der Anziehung ist gleichzeitig auch das Gesetz des Magnetismus. Und und ich freue mich einfach sehr, mit dir meine ganz persönlichen Erfahrungen, Punkte und so weiter zu teilen. So, bevor es aber gleich losgeht, freue ich mich natürlich auch, weil ja, Manifest Like a High Value Woman gibt es bald wieder. Ha, ich freue mich so und du kannst dich auf die Warteliste eintragen. Es ist mein Signature Program. Es geht 3 Monate lang. Es wird eine Morgenroutine geben. Ja, weil eine Morgenroutine dich so unglaublich magnetic für dein Traumleben macht. Also wirklich, wir werden gemeinsam in den Tag starten für 3 Monate. Stell dir einfach mal vor, was möglich ist, wenn du 3 Monate deiner Healing Journey widmest, deiner High Value Healing Journey. Stell dir einfach mal vor, wie dein Leben nach 3 Monaten aussieht, wenn du jeden Tag deinen Fokus ausrichtest, dich in deinen Körper verankerst, die Beziehung dadurch zu deinem Körper heilst, die Beziehung zu deiner Intuition quasi stärkst, zu deiner Weiblichkeit stärkst. Stell dir mal vor, wie attraktiv dich das macht. Ich freue mich schon so sehr, wie du mir eine Nachricht schreibst nach den 3 Monaten und mir sagst, Nicole, es hat sich alles verändert, weil das wird die logische Konsequenz sein. Wenn du 3 Monate lang, das sind nicht 3 Wochen oder 3 Tage, das sind 3 Monate, das ist eine lange Zeit, also es sind 12 Wochen. Wenn du 12 Wochen lang nur auf dich fokussierst, auf deine Healing Journey dich fokussierst, auf die Dinge fokussierst, die du dir wünschst, ja, dein komplettes Mindset veränderst, wirklich dein gesamtes, ja, Unterbewusstsein umprogrammierst. Ha! I tell you one thing, also es ist magic, magic, magic möglich. Und deswegen, also Manifest Like a High Value Woman werde ich dieses Jahr nur ein einziges Mal launchen. Also wenn dein Quatsch sagt, oh nö, ich mach's nächstes Mal mit, I don't know if that's such a good idea, weil nächstes Mal wird nächstes Jahr sein und das ist weit weg. Und dein Traumleben wartet jetzt auf dich. Es ist jetzt wichtig, dass du sagst, okay, ich will tatsächlich eine Veränderung. Ich will tatsächlich die Dinge endlich manifestieren, die ich mir wünsche. Traummann, Traumjob, Geld, eine bessere Beziehung zu anderen Menschen, Freundschaften, ja, einfach innerlichen Frieden, Leichtigkeit, Liebe, morgens wach werden und sagen, hey, eigentlich mag ich mein Leben. This ain't too bad. Dann ist jetzt deine Chance und nicht erst nächstes Jahr, weil ganz ehrlich, wir sind hier einmal. Zeit ist etwas, was wir nicht zurückbekommen. Alles andere, was wir verlieren, können wir irgendwie zurückbekommen, ja, aber nicht Zeit. Und deswegen möchte ich dich empowern, pack dich jetzt auf die Warteliste und dann geht es Ende April mit dem Workshop los, mit dem 5-Tage-Gratis-Workshop und dann öffnen die Türen am 1. Mai und ich freue mich so unglaublich drauf, dann mit dir wirklich in den Sommer zu starten und es einfach die beste Zeit deines Lebens zu machen. Genau, jetzt geht's aber erstmal los mit der heutigen Podcast-Episode How to Become Magnetic für dein Traumleben. Ich freue mich riesig, bis gleich. So, heute geht es ja um das Thema Magnetism. Es geht um dein Traumleben und wie du magnetisch für dein Traumleben wirst, wie du magnetisch wirst für die Dinge, die du dir wünschst, die Dinge, die du manifestieren willst. Es geht auch ums Gesetz der Anziehung, weil ein anderer Begriff fürs Gesetz der Anziehung ist das Gesetz des Magnetismus. Und es geht darum, wie du Bewusstsein schaffst für dich in deinem Alltag und jetzt mal schaust, okay, was ziehe ich jetzt gerade eigentlich so magnetisch in mein Leben und was nicht und warum?
und was steckt dahinter quasi. Und ich teile natürlich wieder mit dir so sehr konkrete Tipps, Tricks, Tools, wo du auch wirklich in die Umsetzung mitkommen kannst, weil du weißt, ne, ich bin ein großer Fan davon, die Dinge auch mal umzusetzen und sie nicht nur zu lernen mit deinem klugen Köpfchen. Also ich lade dich auch wirklich ein, heute diese Podcast-Episode zu fühlen und mir zuzufühlen, anstatt zuzuhören, ja, dass die Worte wirklich ankommen in jeder Zelle deines Körpers, damit du wirklich auch spürst, dass du von ganz alleine schon magnetisch bist. Ja, dein Herz, kannst du dir jetzt in diesem Moment mal kurz vorstellen, ist wie so ein riesengroßes Magnet. Ja, und du ziehst damit den ganzen Tag Dinge in dein Leben. Du kannst gar nicht anders. Das ist ein universelles Gesetz. Und jetzt geht es nur darum, Bewusstsein zu schaffen, damit du verstehst, dass du da tatsächlich Kontrolle drüber haben darfst. Ja, du kannst da tatsächlich so ein Bewusstsein drüber schaffen, dass du bewusst Dinge in dein Leben ziehst. Das sage ich ja auch immer zum Thema Manifestation. So, wir denken immer, ich manifestiere morgens dann mal, wenn ich auf dem Kissen sitze und visualisiere, aber das ist Quatsch. Du manifestierst in jedem Moment. In jedem einzelnen Moment in deinem Alltag manifestierst du und nutzt das Gesetz der Anziehung, nutzt das Gesetz des Magnetismus und es ist einfach wichtig, da ein Bewusstsein für zu schaffen. Ja? Und weißt du, vielleicht möchtest du magnetisch werden für andere Menschen. Vielleicht möchtest du magnetisch werden für Geld. Vielleicht möchtest du magnetisch werden für amazing Erfahrungen einfach. Ja? Egal was es ist. Ich möchte aber, dass du jetzt einmal ganz kurz für dich überlegst, warum möchte ich eigentlich magnetisch werden? Also was möchte ich ganz konkret wie so ein Magnet in mein Leben ziehen? Also wenn ich dich jetzt in 3 Monaten oder können wir sagen mal 6 Monate für einen Kaffee treffe, was möchtest du mir erzählen? Was hast du magnetisch in dein Leben gezogen? Bitte überleg es dir einmal kurz, schreib es dir am besten auf, ne? The power of the written word, am besten in dein Journal oder einfach in deinen Notizen, in deinem Handy. Ich bin magnetisch für. Und dann schreib mal auf, mein Traummann, mein Traumhaus, finanzielle Freiheit, Berufung, ja, Leichtigkeit, Liebe, Frieden. Schreib's auf. Schreib's mir auch super gerne bei @NicoleDavid oder bei Instagram. Schreib mir einfach, Nicole, ich bin magnetisch für. Also, dass du auch einmal das so ins Universum rausgepackt hast, weil das ist alleine schon unglaublich powerful, wenn wir das machen. So. Okay, jetzt gehe ich mit dir die Punkte durch, die wirklich wichtig sind für dich zu wissen, wenn es darum geht, dass du wirklich ja, dein Bewusstsein rund um Magnetismus stärken darfst. Okay, der erste Punkt, was macht dich hart magnetisch? Natürlich deine Energie. Okay, das hast du jetzt vielleicht schon mal gehört, denkst ja, okay, meine Energie, aber was bedeutet das eigentlich konkret? Weißt du, das Ding ist einfach, dass wir oft glauben, dass wir ja nach außen irgendwie wirken müssen und aufgrund dessen, dass wir glauben, dass wir irgendwas müssen, verlieren wir unseren Magnetismus tatsächlich oder schießen den irgendwie aus dem Fenster heraus. Und was meine ich damit? Ich meine damit, dass es so wichtig ist, dass du deine Energie von innen heraus stärkst, anstatt von außen nach innen. Ja? Und damit meine ich natürlich, dass du wirklich schaust, okay, was gibt mir richtig, richtig viel Energie und was zieht mir richtig viel Energie? Bei mir sind das zum Beispiel ganz bestimmte Menschen. Also ich habe auch neulich mal darüber nachgedacht und festgestellt, dass ich echt inzwischen wenig Freunde habe. Also wirklich nur so eine Handvoll richtig guter Freunde und sonst, dass eher Menschen sind, ja, die eher so vielleicht so Partyfreunde sind oder so, aber mit denen ich auch nicht so viel Zeit verbringen möchte. Nicht, weil das jetzt irgendwie, das sind auch tolle Menschen, don't get me wrong, aber weil ich festgestellt habe, dass mir das eher Energie zieht, weil ich brauche Menschen um mich herum, wo ich tatsächlich tiefe Verbindungen aufbauen kann und das kann man gar nicht mit so vielen Menschen. Ja, und mir ist aufgefallen, dass wenn ich mich mit so ganz vielen Menschen begebe, in so großen Kreisen begebe, dass ich da schnell meine Energie nach außen hin verliere. Und wenn ich in so kleineren Kreisen bin und so intimeren Kreisen bin, dass das mir ganz viel Energie gibt. Und es kann anders bei dir sein, ja? Also ich meine, früher, das war einfach für mich eine wichtige Erkenntnis, weil früher hatte ich so 100 Millionen Freunde gefühlt und war immer so mit riesengroßen Gruppen unterwegs. Und vielleicht in die Version meiner selbst, also von früher, meine frühere Version meiner selbst, brauchte das und hat dadurch auch Energie bekommen. Aber heute, weil das ist immer so eine Ist-Situation und ein Ist-Situation,
Standpunkt, okay, heute brauche ich tatsächlich kleine Gruppen und das gibt mir Energie. Also stell dir mal die Frage, okay, welche Menschen in meinem Umfeld jetzt gerade geben mir Energie und welche Menschen ziehen mir Energie und vor allen Dingen, was auch für Veranstaltungen oder was für, ja, irgendwie Events, wo ich bin, gibt mir Energie und was zieht mir Energie. Und das kannst du wirklich an Menschen messen, das kannst du aber auch einfach an Ernährung messen, also was gibt mir zum Beispiel Energie in Form von Essen, in Form von Bewegung, in Form von Content, den ich mir jeden Tag reinziehe, ja, in Form von Netflix-Serien. Also welche Netflix-Serien ziehen mir Energie und welche Netflix-Serien nehmen mir Energie. Und das ist auch wieder so eine schöne Übung, um einfach so mal sich selbst wieder besser kennenzulernen. Und du weißt, ich bin ein großer Fan von Selbstbewusstsein stärken, also in Form von, ich bin mir selbst bewusst, ich weiß, was mir Energie gibt, ich weiß, was mir Energie zieht, ich weiß, was meine Bedürfnisse sind und ich gebe diesen Bedürfnissen Raum. So für mich ist zum Beispiel mein Bedürfnis, sehr selten mit ganz vielen Menschen abzuhängen. Ja? Das ist mein Bedürfnis und diesem Bedürfnis gebe ich inzwischen Raum. Das musste ich aber erstmal für mich erkennen, weil ganz ehrlich, wie die meisten von uns, also ich auf jeden Fall, habe nicht gelernt, wie ich meinen eigenen Bedürfnissen Raum gebe. Ganz im Gegenteil, eher andersrum. Ich wäre mehr so, ey, alle Bedürfnisse der anderen vor mich, weil das brauche ich zu überleben, das brauche ich, um sicher zu sein. Ja? Das ist auch ja, irgendwie im Zusammenhang mit Trauma und so weiter und so fort. Aber das wirklich, ja, dir den Raum zu geben und zu gucken, okay, crazy, okay, je mehr ich tatsächlich auf meine Energie achte, weil deine Energie ist deine wichtigste Währung, ja, und je mehr ich auf meine Energie achte, desto mehr werde ich tatsächlich magnetisch für mein Traum leben, weil ich dann auch die Energie habe, um in die Dinge hineinfließen zu lassen, wo meine Energie gebraucht wird, weil das weißt du inzwischen, where focus goes, energy flows, da wo deine Aufmerksamkeit ist, da ist dein Fokus, da ist deine Energie, da entsteht mehr von, das ist ja klar, das heißt, du brauchst deine Energie, and it's all about energy, ja, letztendlich bist du Energie, alles, was dich umgibt, ist Energie und du darfst schauen, hey, cool, wie kann ich jetzt meine Energie tatsächlich steigern und was zieht für mich Energie? Ganz wichtige Reflexionsfrage. So, was macht dich noch magnetisch? Es macht dich magnetisch, wenn du in deinem Körper zu Hause bist, wenn du dich in deinem Körper wohlfühlst, wenn du in deinem Körper, ja, sicher bist. Das macht so unglaublich magnetisch, weil letztendlich, wenn es zum Thema Law of Magnetism kommt, Gesetz der Anziehung, darfst du einfach dir bewusst sein, dass du nur aus dem Hier und Jetzt manifestieren kannst. Du kannst nur aus dem Hier und Jetzt die Dinge erschaffen, die du dir wünschst. Du kannst nicht in der Vergangenheit die Dinge erschaffen, die du dir wünschst und du kannst nicht in der Zukunft, also wenn du mit deinem Kopf in deiner Zukunft bist, ja, die Dinge erschaffen, die du dir wünschst. Nein, wir manifestieren nicht mit unseren Gedanken, weil unsere Gedanken stammen von unserem Selbstwert, unsere Gedanken stammen von unserem Unterbewusstsein und that's where we manifest from. Ja? Das heißt, du darfst dir erstmal hier in diesem Moment bewusst werden, dass wenn du in deinem Körper nicht zu Hause bist, kannst du so viel visualisieren, wie du willst. Ja, da kannst du vielleicht so kleine Sachen vielleicht in dein Leben ziehen, aber so große, grundlegende Dinge, hell no, it's not going to work. Weil da unterbewusst einfach noch was gegenwirkt. Da kannst du natürlich dich aufs Kissen setzen und sagen, ah, ich habe mir gerade irgendwie mich und meinen Traummann vorgestellt, wie wir am Strand laufen. Ja, schön, aber wenn das Gefühl dahinter, ja, irgendwie Mangel ist, dann wirst du dir einfach mehr Mangel in dein Leben ziehen. Und vielleicht kannst du mir mal sehr gerne sagen, vielleicht hast du schon 10 Millionen Visualisierungsmeditationen oder whatever hinter dir und sitzt da und denkst dir, toll Nicole, bin immer noch Single. Ja, das liegt daran, dass du nicht sicher bist in deinem Körper, dass du nicht sicher bist im Hier und Jetzt und dass du tatsächlich mit deinen Gedanken, mit deiner Imagination etwas kreierst, aber im Unterbewussten was ganz, ganz anderes dagegen wirkt und deswegen funktioniert das nicht. Und deswegen ist es erstmal wichtig, dein Nervensystem zu heilen. Und das ist jetzt vielleicht nicht so magisch wie, keine Ahnung, Hex, Hex, Pling, Pling, wie manchmal Manifestation dargestellt wird. Ja, das ist alles magisch und Wunder und so weiter. Und glaub mir, finde ich auch alles toll. Aber letztendlich, let's get back to basics. Es geht darum, dass du erstmal Sicherheit im Hier und Jetzt erschaffst, um tatsächlich dann dir eine erfüllte, glückliche, ja, Zukunft zu erschaffen. Okay, also geht es darum, dein Nervensystem zu heilen. Es geht darum, tatsächlich dich wieder sicher zu fühlen, weil es gab eine Zeit in deinem Leben, wo du
geschlussfolgert hast, dass es nicht sicher ist, du selbst zu sein, dass es nicht sicher ist, wenn du tatsächlich einfach im Hier und Jetzt in deinem Körper bist, weil du dann deine Bedürfnisse nicht befriedigt bekommst. Und das bedeutet eventuell der Tod. Ja? Und das ist, wie crazy das ist. Aber wir sind dann in unserem Leben die ganze Zeit in einem Fight, Flight oder Freeze-Modus. Also eigentlich gehen wir durch unser Leben die ganze Zeit in so einem Stress-Modus, als ob irgendwie jetzt der Säbelzahntiger direkt um die Ecke kommt. Ja? Und deswegen ist es unglaublich wichtig, um magnetisch zu werden, dass du erstmal wirklich Achtsamkeitstraining machst, dass du tatsächlich dein Nervensystem heilst. Das kannst du tun mit Dingen wie Somatic Experiences, Shaking, das kannst du machen mit Eisbaden, Meditation, Tanzen, Singen. Es gibt so viele Tools, Emotional Freedom Technik, also wenn dich das interessiert, ey, 3 Monate Manifest Like a High Value Woman, da geht es so viel darum, dein Nervensystem zu heilen, weil das hat mir einfach so krass gefehlt, auch in der persönlichen Weiterentwicklungsszene und auch in der spirituellen Weiterentwicklungsszene. Das war für mich oft so nicht greifbar, weil ich war so, wow, okay, aber ich stelle mir das alles vor, ich visualisiere, ich mache die ganzen Tools, wie sie mir irgendwie von den Lehrern weitergegeben wird, aber irgendwie bin ich immer noch irgendwie unruhig innerlich und die zieh die Dinge halt dann doch nicht in mein Leben. Und der Schlüssel war auf jeden Fall Körperarbeit. Der Schlüssel war, mich wieder sicher in meinem Körper zu fühlen. Der Schlüssel war, dass ich mein Nervensystem erstmal heilen durfte. Machen wir 3 Monate lang bei Manifest Like a High Value Woman, weil das macht dich magnetisch. Und du kannst so viel positiv denken, wie du willst. Wenn du im Hier und Jetzt dich unsicher fühlst, dann wird das dagegen wirken und du wirst die Dinge nicht in dein Leben ziehen, die du dir wünschst, sondern ganz im Gegenteil. Da kannst du dir auch so viele Affirmationen aufquatschen, wie du willst. Da kannst du so oft sagen, wie du willst, ich bin gut genug und ich bin schön und ich bin erfolgreich. Kannst du so oft machen, wie du willst. Wenn im Unterbewusstsein da was gegenwirkt, you have no chance. Ja, genau. Also, deswegen mein 2. Punkt, wie du magnetisch wirst, ist es wichtig, dass du die Beziehung zu deinem Körper heilst. Das ist auch letztendlich dein Zugang zu deiner Intuition. Das ist auch übrigens dein Zugang zu deiner weiblichen Power. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass du vielleicht Single bist, ja, ganz ehrlich, einer der attraktivsten Dinge ever ist natürlich eine Frau, die in ihrer Weiblichkeit verankert ist. Eine Frau, die weiß, wie unglaublich stark ihre Feminine Power ist. Und dafür darf aber diese Frau, du, ja, die High-Value-Woman, mit der ich gerade spreche, sich wieder in ihrem Körper verankern, verlieben, die Beziehung zu deinem Körper heilen. That is, ja, das ist der größte Punkt. Ich könnte darüber jetzt 10 Jahre sprechen, aber ich gehe mal rüber zum nächsten Punkt, was dich magnetisch zu deinem Traum, für dein Traumleben macht. Und das ist Begeisterung. So. Jetzt denkst du dir vielleicht, okay, Begeisterung, Nicole, was heißt das überhaupt? Weißt du, mir ist aufgefallen, so Menschen, die begeistert sind über Dinge, ob es über ihr Hobby ist oder über ihren Job oder über ja, ihr Leben oder über die kleinen Dinge, die jeden Tag dich umgeben, ob es der Schmetterling ist, der gerade auf dem Blatt landet oder ob es irgendwie der Sonnenuntergang oder der Sonnenaufgang ist, aber diese Menschen sind hart magnetisch. Das sind Menschen, mit denen will man Zeit verbringen, das sind Menschen, die sehr attraktiv sind, ja. Und es hat dann gar nichts mit dem Außen zu tun, ob es irgendwie mit der Figur oder was auch immer unser Verstand uns da immer erzählt. Nee, das sind Menschen, die haben so dieses kindliche Wonder, dieses kindliche, ja, so Lebensfreude und Gefühl. Und diese Menschen sind magnetisch, ja. Das sind Menschen, die so, ja, da will man einfach, mit denen will man Zeit verbringen. Das ist so, ja. Und jetzt bitte schau mal in dein Leben, was begeistert dich? Was begeistert dich so richtig aus dem tiefsten Herzen heraus? Und auch wenn das die kleinsten Dinge sind, wie zum Beispiel die Natur, wie sie aufblüht jetzt im Frühling, ja, oder wenn ein Sonnenaufgang oder ein Sonnenuntergang oder Reisen, andere Kulturen oder Essen oder Kochen und werde dir dem mal bewusst, schreib es dir am besten mal auf, mich begeistert, und werde dir dem einfach bewusst, weil ich kann dir versprechen, manchmal
brauchen wir so ein Bewusstsein mal wieder dafür, um auch die Dinge einfach wieder zu sehen. Weil manchmal sind wir so in unserem Alltagsstress, dann. Und wir merken dann gar nicht mehr, dass uns eigentlich das begeistert, wenn wir morgens ein Reh sehen, was über die Straße geht. Oder wenn wir ja irgendwie das leckere Essen vom Italiener essen, den wir so lange schon lieben. Ja? Und das ist so wichtig, weil auch vor allen Dingen, wenn du in der Dating-Phase bist oder auch wenn du in einer Beziehung bist, aber in der Dating-Phase, Frauen, die begeistert sind über irgendetwas und aufleuchten, wenn sie über irgendetwas sprechen, puh, ich kann dir jetzt schon sagen, das macht dich so, so, so sehr attraktiv. Aber auch wenn du in einer Beziehung bist, für deinen Partner ist das so attraktiv, wenn du einfach begeistert bist über Sachen. Weißt du, bei mir zum Beispiel mit Max, Max ist auch so begeistert über Dinge, so wie zum Beispiel über CrossFit. Der ist so ein CrossFit, der ist so begeistert darüber oder über irgendwelche anderen so Kampfsportarten und so. Und wenn er darüber spricht, der ist so sexy. Oh mein Gott. Wirklich, wenn er darüber spricht oder wenn er nach Hause kommt von CrossFit, der ist so am Leuchten. Und ich denke immer nur so, oh, du bist so, so attraktiv gerade. Und deswegen ist es auch wichtig, vielleicht bist du so krass im Alltag, Stress gefangen. Vielleicht ist es auch einfach so, dass du inzwischen Babys hast und das ist so viel irgendwie einfach happening in deinem Leben, sodass du vergessen hast, wie wichtig das ist, so die Dinge zu tun, die dich tatsächlich begeistern. Und deswegen, weißt du, guck jetzt, wie du das wieder integrieren kannst. Weißt du, vielleicht tanzt du gerne oder vielleicht kochst du gerne oder malst du gerne, dann schaff Zeit dafür. Wichtig, schaff Zeit dafür, auch wenn du 4 Babys hast und du denkst, Nicole, ich habe keine Zeit dafür. Schaff die Zeit dafür. Wir haben immer Zeit, wenn wir uns die Zeit schaffen und das macht dich magnetisch für dein Traumleben, dann kann das Universum gar nicht anders, als dir die Dinge schicken, die du dir wünschst, weil du tatsächlich ja schon jetzt in dieser Energie bist und du weißt es inzwischen, ne, das Gesetz der Anziehung, da geht es darum, jetzt schon in der Energie zu sein, jetzt schon im Gefühl zu sein, obwohl die Dinge, die du dir wünschst, vielleicht noch gar nicht jetzt physisch da sind. Ja? Sie sind da, aber sie sind jetzt noch nicht da, so dass du sie anfassen kannst und riechen kannst und schmecken kannst und whatever. Und das ist aber wichtig, jetzt schon in diese Energie zu gehen. Und das schaffst du natürlich, indem du Dinge tust, die dich begeistern. Ja? Genau. Also, der nächste Punkt, wie du wirklich magnetic wirst für dein Traumleben, ist, dass du präsent bist. Und jetzt sind wir auch wieder, ja, es ist im starken Zusammenhang mit dem zweiten Punkt, den ich gerade geteilt habe, also in Form von in deinem Körper sein, weil wenn du in deinem Körper bist, dann bist du automatisch präsent. Aber ich möchte da noch mal ein bisschen drauf eingehen, wirklich im Hier und Jetzt zu leben und Präsenz mit anderen Menschen. Also bitte achte mal darauf, wenn du mit anderen Menschen sprichst oder wenn du anderen Menschen zuhörst, sogar jetzt, du kannst das jetzt direkt mal üben, wie präsent bist du tatsächlich bei diesem Podcast? Oder machst du gleichzeitig 5 andere Dinge? Hey, ich bin definitely guilty of this, also wie oft ertappe ich mich dabei, während ich gerade einen Podcast höre und ich dann aber gleichzeitig 10 Millionen andere Dinge mache. Und ich rede nicht davon, wie spazieren gehen oder Fahrrad fahren oder gerade irgendwie einen Abwasch machen oder so, weil das kann ich, da kann ich tatsächlich präsent beim Podcast sein und den Abwasch machen oder so. Aber ich spreche davon, wie du den Podcast hörst und gleichzeitig auf Instagram scrollst oder den Podcast hörst und gleichzeitig eine WhatsApp beantwortest oder gleichzeitig irgendwie mit dem einen Handy eine Sprachnachricht abhörst und mit dem anderen Handy irgendwie den Podcast hörst, ja, weil das macht unser Verstand vor allen Dingen, wenn es um die persönliche Weiterentwicklung geht, sehr, sehr, sehr gerne, ja, und das, da fängt es schon an, weil dieses scattered mind, ja, überall hast du deine Aufmerksamkeit, also A ist das mega ungesund, ja, weil da gibt es auch krasse Studien zu, wie sehr, wie schädlich das ist, wenn wir uns nie wirklich fokussieren, weil wir dadurch einfach unsere Konzentration nicht stärken, sondern erschwächen und wir brauchen unsere Konzentration, wir brauchen unseren Fokus, vor allen Dingen, wenn es auch wieder ums Thema Manifestieren geht, wenn es ums Thema Magnetismus geht, die Dinge in dein Leben ziehen, weil du brauchst deinen Fokus. Das heißt, Fokus ist auch etwas, was wir tatsächlich üben können. Konzentration ist etwas, was wir stärken können. Letztendlich ist das ja auch, was wir durch Meditieren machen zum Beispiel. Meditation ist fokussiertes Bewusstsein. Und wenn du tatsächlich aber immer so 10.000 Dinge auf einmal machst, weil das alles ja sonst zu unbequem wird, weil du dich lieber mit 10 Millionen Dingen ablenken musst, dann kann ich dir jetzt schon sagen, da geht dein Magnetismus flöten, ja. Und deswegen üb dich in Präsenz. Üb dich in Achtsamkeit. Also das mache ich täglich. Immer mal wieder in meinen Körper reinspüren, immer mal wieder wahrnehmen, was höre ich gerade,
was schmecke ich gerade, was rieche ich gerade, was sehe ich gerade. Ja, das ist so eine Achtsamkeits- oder Bewusstseinsübung, die du jeden Tag machen kannst. Mache ich zum Beispiel, wenn ich Zähne putze, schmecke ich die Zahnpasta, spüre die Borsten auf meinen Zähnen. Ja, nimm wahr, wie riecht das gerade. Und ohne das zu bewerten. Achtsamkeit ist ja quasi, dass du die Dinge nicht bewertest mit deinem Quatschi im Kopf, sondern dass du es einfach mal beobachtest. Diese Beobachterrolle einnehmen ist powerful. Ja, das ist so crazy powerful und das macht dich so magnetisch. Und es ist Übung. So wie alles andere ist das Übung. Das ist letztendlich wie so ein Muskel, den du im Gym trainierst, ist auch Achtsamkeit ein Muskel. Und vor allen Dingen, weißt du, wenn du zum Beispiel, also in meinem Fall ist es bei Familie, ja, Trigger, die kommen am härtesten für mich persönlich bei meiner Familie. Und das Ding ist aber, wenn du wirklich diesen Achtsamkeitsmuskel ja trainiert hast, dann reagierst du ja nicht mehr sofort auf die Dinge, die dich im Außen triggern, sondern du bleibst erstmal im Hier und Jetzt und du findest quasi so diese Lücke zwischen Reiz und Reaktion. Und das ist super powerful, weil oft triggern uns ja unsere Familie zum Beispiel in meinem Fall und du weißt gar nicht mal warum. Das ist so, oh, okay, diese Person triggert mich gerade, aber die hat ja nicht mal was falsch gemacht oder so. Und das ist einfach aufgrund dessen, dass das vielleicht irgendwas aus der Kindheit ist oder dass es eine ganz bestimmte Energie ist, die in dem Moment ja mit dir ja nicht richtig vibet. Und du willst ja dann aber auch nicht immer patzig sein. Zum Beispiel mit meiner Mutter. So früher war ich so oft so unnötig patzig, obwohl ich das überhaupt nicht wollte und obwohl sie es gar nicht verdient hatte, dass ich patzig bin. Aber ich war dann einfach patzig, weil ich irgendwie getriggert wurde. Und jetzt, wo ich so intensiv diesen Achtsamkeitsmuskel trainiert habe und so bewusst bin und es schnell schaffe, mich in meinen Körper zu verankern, die Empfindungen in meinem Körper wahrzunehmen, einen tiefen Atemzug zu nehmen, kann ich tatsächlich einfach präsent sein mit meiner Mutter, ohne die ganze Zeit getriggert zu sein. Ja? Und es war neulich so witzig, weil meine Mutter war hier. Und ich weiß nicht, um was es genau ging, aber ich weiß nur, ich war auch den Tag nicht besonders gut gelaunt. Ich glaube, es war irgendwie so meine Herbstphase von meinem Zyklus. Also ich hatte so, ne, die Woche oder so ein paar Tage, bevor man seine Tage bekommt, ist ja immer so ein bisschen herausfordernd oder nicht immer, aber immer öfters. Und meine Mama hat mich besucht und ich hatte auch nicht so richtig Zeit und sie hatte auch ihre Themen und sie hat ja mit mir über ihre Themen gesprochen und ich war so, ja, und ich habe schon so quasi gespürt, wie mein Körper reagiert, weil letztendlich geht es immer durch den Körper, es geht immer irgendwie über eine Empfindung in deinem Körper. Wenn du getriggert bist, dann passiert ja was in deinem Körper und das rationalisiert dann deinen Verstand, also quasi das erklärt dann deinen Verstand und meistens packt dein Verstand dann nicht liebevolle Worte drauf, sondern eher unliebevolle Worte und dein Verstand fängt dann an, das Ganze irgendwie so zu verstärken, ja, das Gefühl, das negative Gefühl meistens. Und wenn du aber in deinem Körper bleibst und wenn du präsent bleibst, dann hat dein Verstand keine Chance. Also dann lässt du die Gedanken eher vorbeiziehen, weil die Gedanken sind in den meisten Fällen einfach nicht dienlich und bist einfach im Hier und Jetzt in deinem Körper verankert und bist präsent mit dem Menschen und dadurch lösen sich dann auch diese Trigger auf, weil alles, was hochkommt, will gehen. Alles, was hochkommt, will gehen. Das ist so wichtig, dass wir das wissen und dass wir das auch, ja, dass wir dem Raum geben. Weil was wir machen in diesem Moment, wenn irgendetwas kommt, dann sind wir so, oh, was gerade kommt, okay, fühlt sich nicht gut an. Komm, wir denken darüber nach und verstärken das Gefühl. Und das bringt natürlich gar nichts. Ja, es bringt gar nichts. Und einfach da zu sein und zu sagen, okay, cool, alles, was gerade kommt, will gehen, hilft uns tatsächlich in dem Moment auch, unsere Glaubenssätze aufzulösen, Traumas aufzulösen, Energien aufzulösen, die uns nicht dienen, die in dem Moment hochkommen. So. Und das war witzig, weil meine Mutter war dann da, die war eine Stunde oder anderthalb da, wir haben irgendwie einen Kaffee zusammen getrunken und die ist dann wieder gegangen und abends hat dann Max mich gefragt, und wie war es heute mit deiner Mama? Und ich so, war eine Stunde Achtsamkeitstraining, war mega. Und es war wirklich, weil ich wirklich einfach da saß und ich habe alles gespürt, alles wahrgenommen, beobachtet, diese Beobachterrolle eingenommen von dem, was gerade da war. Und es hat mir geholfen und als meine Mama gegangen ist, habe ich mich nicht schlecht gefühlt, so wie früher immer. Ja, oder nicht immer, aber ne, du weißt schon, was ich meine. Sondern ich habe mich gut gefühlt, weil ich habe mich präsent gefühlt und hier und jetzt gefühlt. Und so, dass ich auch tatsächlich da war und ihr auch zugehört habe. Und ganz ehrlich, das kannst du auf alles übertragen, ob es Familie
Familie ist, Freunde, die dich triggern oder auch wenn du in einem Date bist, ja, das macht dich nämlich so magnetisch für deinen Partner, für das andere Geschlecht, wenn du präsent bist, wenn du präsent zuhörst, weil was wir halt auch ganz gerne machen, vor allen Dingen, wenn wir so in einer uncomfortable Situation sind, dass wir anfangen, irgendwie schon in unserem Kopf den nächsten Satz uns auszudenken. Ja, also wir sind in einer Unterhaltung mit irgendjemand und denken dann aber schon darüber nach, während die andere Person spricht, was wir als nächstes sagen, damit wir irgendwie schlau rüberkommen oder so. Und das ist so, das macht uns so unglaublich, ja, unsexy, weil wir dann nicht präsent sind, weil ganz ehrlich, eine High-Value-Woman ist auch präsent im Hier und Jetzt und letztendlich, das macht uns so unglaublich attraktiv. Ja, genau. Also, das sind so erstmal so meine Top 3. Oder was heißt meine Top 3? Das sind 3 Punkte. Waren das jetzt 3? I don't know. Manchmal quatsche ich auch einfach und weiß gar nicht mehr, was ich sage. Aber die Podcast-Episode, ich will sie auch nicht zu lang machen. Letztendlich kann ich darüber 5 Stunden sprechen, was dich magnetisch für dein Traumleben macht, weil ich mich mit diesem Thema jeden Tag, den ganzen Tag gefühlt beschäftige und natürlich auch einfach in meinem Leben schon sehr, sehr viel selbst ausprobiert habe oder durch meine Arbeit natürlich auch ja, durch meine Klientinnen erlebe, was wirklich magnetisch macht. Und das sind aber erstmal so Dinge, die kannst du wirklich in deinen Alltag integrieren. Also du kannst dich jederzeit in deinen Körper verankern, du kannst jederzeit präsent sein, du kannst dir die Frage stellen, hey, was begeistert mich? Was macht mich zurzeit, what lights me up? Also was gibt mir tatsächlich diesen Life Force, diese Lebensenergie, wenn ich was tue? Und das gebe ich dir jetzt erstmal für die heutige Podcast-Episode mit. Ich meine, wenn du da tiefer einsteigen wirst, willst, dann setz dich bitte auf die Warteliste für Manifest Like a High Value Woman, weil da geht's 3 Monate darum, ja? Good News ist ja auch mit Manifest Like a High Value Woman, dass wir ja jetzt eine Morgenroutine 3 Monate gemeinsam machen werden. Also ich werde nicht immer mit live dabei sein, aber wir werden Emily haben, die Sport macht mit dir. Ja, also richtig HIIT-Training, was auch dein Nervensystem heilt, weil darum geht es ja sehr, sehr viel beim Magnetismus. Wir werden Trashy haben, die mit dir Yoga macht. Ja, also auch Yoga, Körper, Geist und Seele in Alignment bringen ist etwas so Kraftvolles. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Yoga gemacht am Anfang von meiner Healing Journey und deswegen habe ich jetzt auch für Manifest Like a High Value Woman wieder eine Morgenroutine integriert, weil das ein großer Teil meiner Healing Journey war und es einfach dir die Möglichkeit gibt, morgens schon wach zu werden und erstmal dich auszurichten, deinen Fokus auszurichten, dein Nervensystem zu heilen, die Beziehung zu deinem Körper zu heilen, deinen Zugang zu deiner Intuition zu stärken, deinen Zugang zu deiner Weiblichkeit zu stärken. Ich habe in 2020 habe ich wirklich durchgehend bei Manifest Like a High Value Woman Morgenroutinen gemacht und es ist unglaublich, was für Erfahrungen und vor allen Dingen was für Ergebnisse meine Klientinnen hatten. Unglaublich, ja. Also in Form von, wie magnetisch sie wurden für ihr Traumleben, aber auch wie viel Heilung stattgefunden hat. Das ist so kraftvoll und deswegen freue ich mich riesig, das jetzt wieder zu integrieren. Jetzt habe ich es auch gerade bei Create Your Soulmate gehabt, bei meinem anderen Programm und es war so amazing, was für Resultate dabei rauskamen. Deswegen, du kannst dich richtig freuen und vor allen Dingen, stell dir jetzt mal vor, du machst das 3 Monate lang. 3 Monate eine Morgenroutine. Glaub mir, dein Leben wird nie wieder dasselbe sein. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Das wird die größte Transformation sein, die du je gemacht hast. Warum? Weil du machst jeden Tag etwas anders als normalerweise. Das geht gar nicht anders. Also universelle Gesetze geht gar nicht anders, dass dadurch nicht eine Konsequenz kommt, ja, weil jede Action hat ja eine Reaction. Also jede Samen, die du pflanzt, muss ja letztendlich irgendwas draus wachsen. Und wenn du jeden Tag diese Samen mit guten Gefühlen, mit Fokus, Intentions, wässerst, natürlich wächst daraus die Pflanze von dem, was du dir wünschst, ja. Genau, also ich freue mich, wie du merkst, bin schon total aufgeregt und freue mich über diesen Impuls von oben, freue mich, dass ich das integriere, liebe es, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, wie ich es jetzt ausprobiert habe, das erste Mal wirklich bei Create Your Soulmate mit Emily, das war so ein Erfolg morgens, diese HIIT-Workouts. Natürlich haben auch so viele gesagt, boah, ich fühle mich einfach so wohl in meinem Körper, aber das ist natürlich auch nochmal die Konsequenz, passt wieder in meine Jeans, whatever. Ich meine, das ist natürlich die logische Konsequenz daraus auch, ja.
ja, einfach schön. Einfach schön. Also von daher, trag dich auf der Warteliste ein. Davor gibt es natürlich auch wieder meinen 5-Tage-Gratis-Workshop No Strings Attached. Das ist auch so mein Geschenk an dich, wo wir 5 Tage lang schon ja, dich in deine High-Value-Manifestation-Power bringen. Also von daher, es warten so viele tolle Dinge auf dich. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Danke wirklich für, ja, für diese Zeit gemeinsam. Danke, dass du heute Play gedrückt hast. Ich schätze dich. Ich nehme das nie for granted. Also ich bin wirklich einfach dankbar, dass du hier bist, mit mir diese Journey gehst. Ich bin dankbar dafür, dass du so mutig losgehst. Ich schicke dir jetzt ganz viel Liebe in deinen Tag oder in deine Nacht. Always remember, the best is yet to come. Deine Nicole.